Hallo und herzlich willkommen zum letzten Spieltag der TPA Season 2, aber unser nicht letztes Match, denn wir haben es geschafft. Wir sind in den Playoffs. DJ? Juhu! Das heißt, willkommen zur Treue-Show, willkommen zum unspannendsten Spiel der Gruppenphase. Wir spielen mit unserem Team. Das letzte Mal, dass wir genau diese 12 Monster haben, weil wir 100% was austauschen werden. Wir werden versuchen, unser Team zu optimieren in den Playoffs, damit sowas wie gegen die Nervensägen nicht mehr so eindeutig passiert. Wir werden mit diesen 12 Monsters letztes Mal heute kämpfen, mit 6 dieser 12 Monster lang gemerkt. Und zwar gegen Raido Marcello Legends von Jeremy und Lucas, also Kayanto und Picking Anti. Oder Depresso Frog, ich weiß jetzt nicht, wie es gerade steht, weil ich werde es nachher wieder drauf machen. Deren Team ist ganz einfach erklärt. Es ist weird, aber nicht schlecht. Es hat seine scary Sachen, wie Mega Gelate ist immer ganz geil. Böllert halt rein, ne? Das hat Triple Axel bekommen. Ja. Das macht mir halt Angst, weil es halt die Monster, die eine Eisschwäche bei uns haben, sehr okay trifft dann, ne? Insgesamt finde ich den Kader ganz okay. Azumarill sehe ich jetzt nicht so ganz, ne? Ich mag Meryl einfach insgesamt nicht so. Es ist verdient im S, aber man muss halt ein Team drum haben, finde ich. Ja, absolut. Mogmog ist geil, also sein Art hier, darüber beschwere ich mich null. Wirklich gar nicht. Nachtara ist übelst ekelhaft. Relaxo und Weezing auch. Was mich halt stört, ist halt, dass er zwei Dark-Types hat mit Zubiris, aber Zubiris ist halt nur die Fee-Schwäche, das macht ihn halt auch nice. Ja. Insgesamt die Feenschwäche ist ein bisschen bei denen bemerkbar, so an manchen Stellen. Weil die haben auch noch einen Dramper. Ne? Das teilt halt aus, aber Fairy. Punkt. Dann Sigilyph, bei denen sehr beliebt mit Scarf. Versuchen haben wir auch hier mit einberechnet ein bisschen. Laurentis, Contory ist immer scary, wenn man das einfach mal frei rumlaufen lässt, ne? Das heißt, das müssen wir eigentlich so gut wie möglich direkt wegbekommen. So schnell es geht. Ja, aber das Ding ist damn slow. Das Ding ist sogar langsamer als Scarm. Ja. Dann haben wir Heatmaw, also Funifras. Jo. Das Ding ist halt einfach Specs tötet viel. Punkt. Ne? Also haben sie echt oft benutzt. Haben sie auch oft. Also, was ich auch gesehen habe bei denen ist fucking Charcoal, was ich halt nicht so mag, aber jedem seins. Duck Trio ist halt einfach der schnellste Mann aus deren Kader und deren Electric Immunity. Es tankt aber nicht viel, deswegen kann Manectic eigentlich noch viel machen. Und Akkub. Ja. Punkt. Wir kommen jetzt zu unserem Kader. Akkub brauchen wir nicht bereden, okay? Akkub ist etwas. Wir kommen zu guter Erst zu unserem Slowbro. Slowbro spielen wir diese Woche als Kombination mit Pixie. Nämlich spielen wir ein Weakness Policy Body Press Rack of Stored Power Surfset. Zusammen mit dem Pixie, welches halt ein Cosmic Power Pass Set ist. Mit Moonblast und Softbolt. Und Magic Guard. Kebia Berry, damit wir die Scheiße auch gegen einen Modest Weezing durchziehen können. Es darf nur nicht Specs sein. Wenn das Ding Specs ist, dann können wir einfach ins Scarm rausgehen, probably. Aber es ist halt trotzdem kacke. Ne? Ja. Und wir brechen keine Claws mit Betten Pass. Wir passen nur Death Boosts. Ja, wir passen nur Death Boosts. Speed Boosts sind gebannt. Rudy, unser Manectite. Tut mir leid. Lightning Rod, die Invests sind ganz simpel. Wir haben Timid Nature auf Gespeed Creep auf Warte. Auf das Duck Trio. Auf das Duck Trio, damit wir es mit einem Overheat einfach rausnehmen. Beziehungsweise wir drücken erstmal Magnet Rise, weil wir schneller sind und sie probably nur den Ground Type Move drücken können. Und damit können wir halt. Alle anderen, die nur einen Ground-Type-Move können, wie Relaxo oder sowas. Ja, oder Fax machen. Also insgesamt können wir halt immer, wenn wir einen Ground-Type-Move wissen, dass die einen Ground-Type-Move haben oder nutzen wollen, immer auf Magnet Rise gehen. Onegai Muscle ist unser Band diese Woche, weil es halt einfach mit Shadow Sneak ein Gallade One hittet. Das ist halt einfach absolut broken für uns.
Rock Smash haben wir dabei, falls wir Unifast predikten, auch wenn der Poltergeist trotzdem gut ist. Nee, Rock Smash haben wir einfach für den Flex dabei und falls wir in ein Story Battle mit Nachtara geraten. Stimmt. Dann haben wir Achtung Kuso mit der Chopperberry und Counter, damit wir ein Plus. Hier können wir kein. Nee, normales. Wir können ein normales Gelade einfach countern. Dazu haben wir die Thunder Wave. Einfach um irgendwas zu waven. Ne? Wie zum Beispiel ein Heatmore, damit wir mit Dings schneller sind mit Go-Geist. Ja. Und dann und zu guter Letzt Skarm. Übrigens, für Kate haben wir dabei, falls sie irgendwelche Sachen mit Sobiris machen wollen, wie, keine Ahnung, Willown. Oder so, ne? Neonlampe, Ruth, Iron Defense, Body Press, Brave Bird. Einfach Iron Defense, Body Press ist es diese Woche endlich mal. Also Kramor fake. Ja. Kann man sagen. Aber das war's. Wir hören uns gleich zum Kampf. Ich hoffe... Jo. Ihr werdet euch freuen. Wir tun es abnormal. Bis dann. Hi. Willkommen zurück. Wir haben eigentlich so gut wie alles predicted, außer Relaxo. Relaxo ist nicht dabei. Run over our Pokémons da eins. Das ist ziemlich auf. Können wir einfach auf den einen Knopf drücken? Der Pixie heißt. Ja, bitte. Pixie Lied sofort. Weil die Leads von ihnen. Machen nichts gegen Pixie, ich weiß. Das eventuelle Scarf Symbolara, was wir im Teambuilding schon gesagt haben. Und das Sobiris wegen dem Trick-Kack. Galagladi, offensiver Druck. Oder Wiegen. Wir sind übrigens vorhin nochmal durchgegangen, dass vielleicht. Dass Tobias irgendeine Trick-Scheiße spielen könnte, by the way. Weil wir gesehen haben, dass das Ding Trick kann. Ja, das haben wir nicht gesehen, das weiß jeder Pokémoner. Also. Drück Pixie. Ich glaube, wir sind einfach mal Knef, oder? Drück Pixie, ja. Okay, ich hab's gedrückt. Sie überlegen noch, das heißt, sie haben keinen vorgefertigten Smogmog-Lead. Wirklich, das ist das einzige. Bitte sei einfach, bitte sei einfach nicht Specs, ey. Ja, bitte. Das reicht schon. Alles andere braucht selber an. Sei mal Black Sludge oder so. Sei mal nicht modest. Sei mal nicht modest. Ah, okay, sie überlegen. Bitte lass die Anti-Manectric liegen oder sowas. Bitte. Einfach bitte. Dann, keine Ahnung, Glide, wie gesagt, eventuell Scarf-Symbolare. Weil ihnen fehlt echt der Speed im Team. Und sie haben keinen Trick Room mit dabei. Soweit ich das sehe. Oder? Nee, Moment. Gallade kann doch Trick Room, oder? Weil Trassler kann Trick Room. Aber jetzt haben sie ja Trick Room spielen. Sie haben noch nie Trick Room auf Gallade gespielt, also keine Sorge. Random Chimp Event I will trigger, was? Die Press of Rock hat wieder richtig Spaß im Chat. Ja, ja. Aber Clef ist ein super Lead. Und wir haben keine Nicknames. Wir haben weder Shinies noch Nicknames. Doch, haben wir. Reader? Das sieht man nur hier nicht. Oh. Bitte! Ja! 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 Cosmic Power! Ja! Jetzt Cosmic Power! Ja, jetzt Cosmic Power! Das Schlimmste, was jetzt passieren könnte, ist, dass sie Willown. Aber sie haben Magic Guard, also Cosmic Power, jetzt! Es gibt nichts Schlimmstes. Sie können höchstens uns einen Scarf passen. Und dann haben sie keinen Scarf mehr auf ihrem Sigilyph. Und das glaube ich halt nicht. Ja. Wir können uns einen Specs passen, aber ich glaube, dass sie nicht in ihrer Situation zu Biris einfach stacken wollen. Ja, also das Cosmic Power drücken, einfach direkt. Drück Cosmic Power.
Es ist schon längst gedrückt, sie überlegen, ne? Aber wenn. Hat das Ding Verhöhner? Verhöhner weiß ich gar nicht. Du meinst Taunt? Ja. Ja, ich glaub schon. Ja, aber die drücken das doch jetzt nicht, oder? Weil. Sagen wir es so, wenn sie ein Trickset sind, dann drücken sie das. Wenn nicht, drücken sie maybe, keine Ahnung. Endure vielleicht. Endure. Nicht als ob. Sie gehen raus. Oh ja, oh ja. Lecker schmecken. Misty Terrain? Misty Search. Mehr Boon. Misty Search. Mehr Boon. Let's go, weiter hoch. Warte, Misty Search heißt doch, dass wir nicht gepoisoned werden können. Oder? Ja, wir können keine Statuseffekte von Pokémon, die auf Boden. Hä? Ja. Wer sind sie denn? Cosmic Power nochmal. Sofort. Wir sind schneller. Large Bomb? Juckt gar nicht. Nice. Die sind Life Orb. Life. Warte mal, soll ich den Damage kalten kurz? Die sind Life Orb Modest. Oder sind die Speed? Wie viel haben sie gemacht? Warte, plus 1 war es, ne? Das war trotzdem viel. Lev, ja. Weezing Galar. Mit Dings dürften sie uns mit auf plus 1. Wie viel haben sie uns gemacht? Warte, sie haben uns durch die Kevia Berry 22% gemacht. Das ist übel dick, das ist modest, oder? Bro. Ja? Das, meine Damen und Herren, ist, haben wir Sludge Bomb oder Sludge Wave benutzt? Sludge Bomb. Hey, das... Der schwächere Move also. Okay. Dann kann ich dir sagen, 22%, die sind kein Invest. Hä? Wer sind sie denn? Sie spielen keinen Invest Life Orb. Trotz, einfach Cosmic Power. Kevia Berry ist weg. Also? Kevia Berry ist weg, wir sind plus 2. Sludge Bomb macht jetzt ungefähr 31%. Mach. Cosmic Power. Ja. Ich hoffe, sie haben keinen Antiplan, aber das sieht gerade nicht so aus. Sie überlegen nämlich gerade. Ja. Oder sollen wir uns jetzt schon mal hochheilen? Ist es nicht nötig? Oder warte, wie viel macht ein Crit? Crit. Oh, Crit killt halt. Ja. Ja, Crit, aber Crit geht immer, deswegen, das, wenn können sie halt nur noch einen Crit bekommen, weil der Poison bringt uns. Aber warte mal, die waren schneller, oder? Ne, wir waren schneller. My copy kill, I will. It disgrace. Drücken sie jetzt nochmal? Ja. 40, okay. Was, plus 3, 40? What the fuck? Hey? Was haben die jetzt gedrückt? Ich habe keine Kevia wäre mehr. Ja, habe ich auch rausgemacht. Aber plus 3, 40% ist komplett modest. Habe ich vorhin falsch gekalkt? Ich weiß aber nicht, was das war. Die müssen modest sein. Die sind modest. Ja, wir heilen jetzt hier einmal hoch. Ja, wir sind schneller. Nochmal. Nein, Cosmic Power erst. Okay. Ja, oder nee, ja, erst Softball. Erst Softball noch einmal, falls sie rauswechseln oder so. Wir haben 16 PP auf Softball, das ist kein Problem. Ja, stimmt. Wir gehen raus auf Lurentis. Wir passen hier direkt auf Dings, ne? Auf King Julian. Nee, was haben wir gesagt? Wenn sie auf Lurentis gehen, gehen wir auf was? Skarm plus 2 ja. Plus 2, ne? Auf Moonblast? Plus 3 plus... Warte, ganz kurz, ich will mal noch kurz gucken. Lurentis, ne? Mhm. Hätten hier probably einfach Batten passen können, weil ich hätte irgendwie... Lurentis, sagen wir mal, die sind Fist-Def, ne? Ja. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie Fist-Def sind. Ich weiß nicht, was sie sind, ne? So. Ja, ich guck mal, also sie sind schneller, wenn sie Full-Speed spielen. Sie sind schneller, wenn sie Full-Speed spielen. Wir passen hier in jedem Fall. So, sie machen uns keinen Damage. Sie holen sich probably einen Boost, probably Leaf Storm. Ja, sie müssen Leaf Storm.
Mit was gehen wir? Wenn sie jetzt hier Leaf stormen, gehen wir dann nicht einfach hier in... Warte mal kurz, ich guck mal kurz was. Bedstaff. Zack, zack. Leafstorm. Wir überleben zwei Leafstorms von einem Lurentis mit unserem Manectic. Wir können Manectic passen. Was? Manectic? Ja. Manectic, really? Manectic one-hitted das einfach, maybe. Deswegen, wir können Manectic einfach passen. Das macht jetzt 20% und dann one-hitten wir vielleicht das Ding einfach. Doch. Oder wir passen halt jetzt hier in... Ja, in Skarm passen ist halt keine Idee, weil wenn sie jetzt Leafstorm drücken, sind sie plus 2. Sondern machen sie mit dem nächsten Leafstorm auch wenig. Wir können einfach hier top, probably einfach mit Brave Bird 2 hitten oder so oder auf Iron Defense gehen. Wenn sie halt plus 6 sind, wenn sie halt plus 6 sind, machen sie uns halt nicht mal 50% mit Leafstorm, wenn sie kein Spez Attack Invest haben. Ja, die Sache ist die. Wir könnten jetzt aber auch einmal Clef gehen. Oder wir passen halt jetzt auf. Warte, Fantasy, you forgot unaware. Nein, lass, wir triggern nicht. Das, darauf fallen sie halt nämlich rein. Slowbro. Slowbro plus 3, ne? Kassiert von einem Leafstorm 25%. Wenn der Leafstorm nicht auf Dings geht, ne? Wenn sie dann ja, plus 2 sind, ich hoffe, wir sind einfach schneller. Insgesamt, ne? Ich wollte nur was sagen, ne? Insgesamt. Können die, wenn wir jetzt auf Dings gehen, unser Lamos nicht killen. Sie können Lamos nicht killen. Auf plus 3 nicht. Plus 3 Lamos geht die einfach. Auch auf wenn sie plus 2 sind. Das ist ja, danach können sie uns Revenge killen. Ja, danach können sie uns Revenge killen, dann können wir aber auch einfach rauswechseln. Ja, du fangst mit was Revenge killen sie danach? Eben. Also entweder gehen wir jetzt hier auf Manectic oder auf Lamos, ich bin für Lamos. Das ist ein Rückpass. Also ich bin gerade disconnected. Soll ich Pass drücken? Drück erstmal Pass, vielleicht sind sie schneller. Die sind schneller, die drücken Superpower. Was? Das heißt, wir gehen jetzt hier zu 100%. Das heißt, wir gehen jetzt zu 100% auf Bro, ne? Warte, ganz ruhig, okay? Ich muss erstmal wieder reconnecten. Wir gehen jetzt hier auf Bro aber, oder? Das ist doch 100% Bro. Ja, immer. Okay, also gehe ich auf Slowbro, ne? Ich drück schon mal. Okay? Ja. Slowbro kommt. Und wir drücken hier... Dort Power. Dort Power 2 hittet. Okay. Dort Power 2 hit? Dort Power ist zur Zeit ein 2 hit. Einfach nur weil. Wenn die jetzt Leafstorm drücken, dann ist Dort Power ein 1 hit. Ja. Wir müssen jetzt hoffen. Also Dort Power. Welche Kombinationen killen? Also nur Dort Power 2 hit. Nur Dort Power 2 hittet, dann müssten sie aber jetzt nochmal Super Power drücken. Ja. Und aber wenn wir den Boost kriegen, also wenn wir den Weakness Policy Boost kriegen. Weakness Policy Boost kriegen wir dann mit Store Power safe. Also wir drücken jetzt hier Store Power. Store Power macht Store Power auf plus 2 Spez Attack plus 2 Attack macht 200% Schaden. Auch die fetteste AV würde sie nicht retten. Ja, okay, wir drücken Store Power hier. Ja. Drück Start Power. It's functioning! Brrrt! Brrrt! Das ganze Set ist aufgegangen. Mm, yes. Kann uns irgendwas noch killen einfach. Weezing Galar. Nee. Nein, die Frage ist, was kann er uns ab jetzt noch two-hitten? Tobiris? Ja, aber der Tobiris so könnte cool jetzt werden. Einfach Dings drücken, Zugabe. Ja, dann wären sie aber da schon reingegangen. Der,
Sableye. Sie haben keine Zugabe, Digga. Sie überlegen gerade. Sie haben keine Zugabe. Surf übrigens. Warte mal. Surf killt ja ein physisches Sableye. Wenn sie physisch sind, dann killen wir einfach, ne? Ja. Und wir dachten ja, dass sie physisch sind. Wollen wir dann trotzdem einmal Slack offen, um zu sehen? Oh ne, ich würde einfach killen. Nein, ich würde Slack offen. Was ist, wenn sie... Also Knock-Off, also nur zum Beispiel, Knock-Off macht 14-17%. Nee, eben nicht. Knock-Off macht 9-12%, wir haben kein Item mehr. Ja, ich weiß was. Wenn und sie könnten aber jetzt zu Beerus gehen und vielleicht, keine Ahnung, Willow könnten sie drücken. Ja, das juckt gar nicht. Dann drücken wir einfach eine Free Recover aus. Ja, und wenn sie und dann auch, wenn sie dann Endio drücken, können wir halt uns die ganze Zeit hoch recovern. Ja. Ich hab mal geguckt, dank des Minus Attack Ding macht Full Play nur 27% maximal. Digga, der Plan ist alles aufgegangen. Sableye kommt, wir drücken jetzt einmal Slack auf. Ja. Rick kommt. Lagging Tail? Was ist das? Was? Was ist Lagging Tail? Von mir kommt kein. Warte, lass mich. Von mir kommt nichts. Wir haben das Item Lagging Tail. Digga, das macht einfach nur, dass wir eine Minus-Prio haben. Aber das tut doch eh gar nicht. Slowbro ist doch. Eh langsamer. Ja, wir drücken jetzt hier Scald. Das ist Surf. Scald, Digga. Wir drücken jetzt hier Surf. Ja, ja. Digga, Football macht halt gar nichts. Boots! Zweiter Kill für Slowbro. Oh, nice, Slowbro. Oh mein Gott, mein Set funktioniert! Mein Set funktioniert, TJ! Das war meins! Ich weiß, es ist das erste Mal, dass so ein crazy Set funktioniert. Keine. Oh mein Gott, ich liebe mein Leben. Zuschauer auf YouTube, hier habt ihr live, dass ich Minmins Kreation zu besseren Kreationen gemacht habe, als Robin es mit seinen Kreationen gemacht hat. Mhm. Hier ist der Live geworden. Gallade kommt, wir drücken hier. Also was könnte Gallade machen? Gut setupen und hoffen, dass wir nicht killen. Wir killen. Ich weiß. Wir könnten jetzt Knock-Off drücken, weil wir ja jetzt Lagging Tail haben. Ja. Das könnte ihr Play sein, aber wir drücken jetzt Stop Power. Oder wollen wir jetzt einmal Stack offen? Obwohl, nee, wir lassen sie nicht setupen, wir drücken Stop Power. Wie viel macht der? Wie viel macht der mit Knockoff? 20 bis 30. Ich will halt nur kurz gucken. Heatmore ist das Problem. Heatmore macht niemals genug Schaden. Was ist das einzige Problem? Sigilyph hat irgendwas gegen uns? Nein. Eigentlich, wir können jetzt safe zur Draw Power drücken. Ja, ich hab's gedrückt, ja. Ja. Mega Gallade ist tot. Sie haben noch nicht mal Mega gedrückt. Die haben nicht mal gemegert, stimmt. Scheiße! Mega hat nicht gefrogt, hat es gepresst. Eieieiei. Aber ich glaube, gegen den Rest der Knaben können wir uns hochgehen, oder? Ja. Wenn das ein 6-0 wird, dann haben wir es verdient. Dann hat es King Julian verdient. Ja, vor allem Spoiler-Alarm. Wir wollen eigentlich Slowbro aus dem Team boxen. Wir würden das Team ein bisschen offensiver. Ja, aber Slowbro hat damit einen schönen Abgang gemacht, oder nicht? Ja, King Julian. Er wird immer in unseren Herzen bleiben. Yes. Hat Sigilyph irgendwas? Sie müssen jetzt hoffen, dass sie mit Energie weiter.
Stimmt, die haben ja Energieball vielleicht auf dem Ding, ne? Jo. Ja, sie müssen aber hoffen, dass sie mit dem Energieball immer Spell Death Drops kriegen. Weil sonst können wir es einfach gegenhalten. Also sie müssen auf 3 Spell Death Drops hintereinander hoffen. Sagen wir mal, die sind Models. Ich gehe jetzt vom meisten Damage aus, ne? Dann drücken sie Energy Ball. Jo. Macht 22 bis 26. Das heißt, wir würden uns mindestens einmal gegenheilen können. Ja. Wir dürfen halt nicht angreifen jetzt. Wir müssen gegenheilen. Wir müssen halt. Aha, sie sind probably Scarf, also. Aber ob sie jetzt Scarf sind, wissen. Doch, wir wissen jetzt, ob sie wieder Scarf sind, weil wir uns das Item weg haben. Also, wären sie irgendein anderes Item auf Sigilith, würden sie jetzt eigentlich da reingehen, oder? Ich meine, mit Specs oder so. Ja. Ey, kannst du in den Chat schreiben? Nee. Warum nicht? Keine Ahnung. Ich hoffe, es liegt nicht am Leck. Was switchen sie? Also, ihr geht jetzt in Zubiris, wir gehen in Pixie. Haben wir mit Zubiris? Nee, ja. Ihr habt mit Zubiris geleadet. Doch. Wir gehen danach in Weezing. Ihr seid halt jetzt direkt in Weezing gegangen und wir haben Cosmic Power gedrückt. Gut. Ja. So, dann habt ihr jetzt einmal gesludgebombt, ne? Genau. Wir haben nochmal gedrückt, dann kam die Beere, wir haben nochmal gedrückt und ihr habt nochmal gesludgebombt. Soweit ich weiß. Und danach haben wir noch irgendwas gedrückt, wir waren auf 71%. Ich weiß. Wir haben jetzt nochmal Cosmic Power gedrückt, mach nochmal DJ. Ihr habt dann 40%, glaube ich, circa gemacht. Genau. Und wir haben jetzt Softboiled gedrückt und ihr habt nochmal Cosmic Power gedrückt. Nochmal Slutschbomb, meinst du? Ja, Slutschbomb, ja. Bist du sicher? Ja, und jetzt sind die rausgegangen und wir haben nochmal Softboiled gedrückt. Verstehst du, die waren auf 71%. Ja. Das war, gibt ja Sinn. Ihr seid raus auf Lurantis gegangen. Gut. So, dann haben wir Poison Jab gedrückt. Nein, ihr habt Superpower gedrückt und wir haben jetzt Baton Pass gedrückt. Nein, ihr habt Superpower gedrückt. Wir haben noch einen Poison Jab rausgeholt. Nein, oder? Ihr habt Superpower gedrückt. Ihr habt Superpower gedrückt. Okay. Baton Pass kommt. Drückt Baton Pass, TJ. Superpower kam, es hat genauso viel Prozent ungefähr gemacht. Und wir sind dann halt direkt raus auf Lamus. Dann habt ihr Leaf Storm gedrückt. Ihr seid auf Leaf Storm gegangen und wir haben Stored Power gedrückt. Okay, nice, keine Hicks erstmal. Was kam als nächstes? Alter, die sind auf Zubiris gegangen und haben getrickt, währenddessen wir geslackt oft haben. Wirklich, hast du gerade das Replay? Oder? Nee, ich weiß es noch alles aus dem Kopf. Die haben getrickt, wir haben geslackt oft. Lukas, schau mal, wie competitive die sind, ne? Dann haben wir gescoutet. Nee, also gesurft, besser gesagt, surft. Bei uns ist eigentlich scheißegal, was wir drücken, ja, oder? Das eigentlich. Nee, ihr habt Knockoff gedrückt. Oder warte, was habt ihr gedrückt? Oh, was habt ihr nochmal gemacht? Habt ihr angegriffen? Ja, ich glaube, wir haben Shadow Sneak gedrückt. Nein. Warte, was habt ihr gedrückt? Ihr habt Full Play gedrückt, oder? Ihr habt Full Play gedrückt, genau. Weil es am meisten Schaden gemacht hätte wegen den ganzen Dings. Genau. 26%, jetzt erinnere ich mich wieder. So, dann seid ihr jetzt in Gelade gegangen und habt mega Knockoff gedrückt. So, warte, ich drücke jetzt Mega Evo. Ja, ne? Mega Evo Knockoff. Knockoff. Und wir drücken jetzt. Wir hatten jetzt Stored Power gedrückt, oder? Nee, doch. Doch, haben wir. Wir haben Stored Power gedrückt, DJ. Jetzt Mega Evolved ist? Okay. Und jetzt? Knocked off und müsste trotzdem. Der Crit mattert nicht. Wir hätten trotzdem gekillt. Doch. Nein. Ich kann dir im Kalk. Nein. Ich kann dir jetzt im Kalk sagen. So. Gelate Mega. Ne? Ja. Gelate Mega, könnt ihr mir die Invest sagen, weil das ist eh tot? Hat es irgendwas in Call, hat hat es irgendwas in Attack. Death hat es irgendwas in Death in Spätz Death gehabt? Ja, ich glaube schon mal. Wie fandst du gleich? Kannst du es hatte in 4 in Death. 4 in Death, aber nichts in Spätz Death. Nein. Dann hätte unsere Stored Power ohne Crit 200% Damage gemacht. Schade, was denn? Also, wir gehen jetzt wieder raus aus dem Call und es geht jetzt weiter, okay? Ja. Okay, bis dann. Ciao. Danke, dass wir das geklärt haben. Ab jetzt lasse ich das alles am Aufnahme, was wir das jetzt gemacht haben. Bis dann. Ja. Viel Glück weiterhin. So, wie ihr erfahren habt, sind wir wieder da. Wieder zurück. Alles ist gewesen, wie es war. Danke an die beiden Jungs, dass wir kurz einen Talk konnten. Und wir sind wieder back. Und was die jetzt drücken ist halt jetzt deren Sache.
Ich schreib nochmal Fangs nochmal, ne? Mit einem Herz. Ist das gerade wieder abgeschmiert? Nein, oder? Aber Fangs ist eigentlich. Ist das Game jetzt gerade also wieder abgeschmiert? Nein, oder? Digga, wir wollen einfach spielen. Lass einfach diesen Chat. Lass diesen Chat in Ruhe. Der Chat ist cursed. Herr Jandor hat den Zudor zugespammt. Vorhin. Oh nein. Oh, als ob nein. Das Game wieder dead ist. So, wir haben, also, willkommen zurück. Wir haben gesagt, egal was wir machen, wir drücken, egal was passiert, Slack off, ne? Jo, wir drücken hier Slack off immer. Ja, okay, komm, Slack off. Drück. Wir gehen für Six off. Ja, Slack off, komm. Bitte. Ja, kein Crit! Ah. Okay, dann, können wir hier doch einfach gegen Sigilyph Surf drücken, oder? Das Ding ist tot. Was hast du gedrückt? Ah, gut. Okay, heilen wir jetzt nicht trotzdem nochmal dagegen? Ja. Einmal. Weil die jetzt auch. Einmal Stack off drücken. Die können jetzt auch explodieren. Ja, eben. Stack off. Misty Explosion, Stack off gedrückt. Kann das uns killen? Ja. Können wir hier nicht einfach Surf drücken? Ja. Game ist vorbei! Ja! Easy, let's okay. Go! Abonnieren und liken, wenn ihr noch mehr 6-0 sehen wird. Es geht in die Playoffs, damit sind wir übrigens ganz safe in die Playoffs. Slowbro hat 6 Kills! 6 Kills! Also Slowbro ist beim TPL-Talk heute dabei, Min. True! Okay, danke. Danke DJ für diese Zuschauer. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Zeit. Ja. Sorry für die ganzen Schwierigkeiten. Showdown ist halt. Das war halt nicht unsere Schuld. So. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. DJ, ich danke dir erstmal für diese. Ich danke dir erstmal für die tolle Gruppenphase. Wir sehen uns in den Playoffs in 1 bis 2 Wochen. Ich glaube in 2. Nächstes Jahr erstmal, glaube ich. Ne? Ich glaube, dieses Jahr sehen wir uns nicht mehr. Wir machen jetzt eine kleine Winterpause in der. Also wir machen jetzt eine kleine Winterpause, wir hören uns nächstes Jahr wieder zum ersten, zum Viertelfinale der TPL. Bis dann. Ciao. Warte, noch GG an Raid Mercedo Legends. Genau. Das müssen wir ja noch sagen. Weil das war ein, ja, ich meine, trotz dessen, dass wir 6-0 gewonnen haben, das sieht immer so aus, ein 6-0. Aber sie haben das noch echt gut versucht zu retten. Also sie haben dann, als es schon verloren war, so am besten gespielt, wie sie es hätten machen können. Ja. Also nochmal danke, nochmal danke an Jeremy. Wir hoffen, dass nächste Season Raid einen besseren Start hat, weil das Jeremy spielt ja mit mir, also es kann nur besser laufen. Ja. Okay, Ja, oder im Fall wieder. Okay, dann ciao.